Hallöchen. Ihr hört es wahrscheinlich schon, ich bin ein bisschen krank, aber die Videos müssen jetzt sein. Ich kann es nicht weiter vor mir herschieben. Auf jeden Fall, heute hat mich was erreicht vom Thomas. Thomas, danke nochmal dafür, für dein Vertrauen und so weiter. Ja, wir kamen ins Gespräch, er ist ein Abonnent von mir, wir kamen ins Gespräch wegen Axial SCX10. Hat mich halt gefragt, was man da so beachten sollte und was man machen sollte an dem Auto, weil er sich jetzt auch so einholt. Und dann kam er so ins Gespräch und dann sagt er, er hat einen Hänger für mich. Tja, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt ist er hier. Das Paket ist leider zu groß. Ich habe es schon probiert, aber es ist leider zu groß. Deswegen packe ich das jetzt hier unten aus und tue immer alles hoch. Und ich denke, das wird schon so klappen. Ja. Okay. Das stand nicht auf dem Plan. Moment, was haben wir noch? Denke, das gehört nicht dazu. Das zeige ich euch dann gleich. Das ist bestimmt für den Hänger. ES Toys. Unglaubliche 27 Megahertz. Richtig cool. Was ist das für ein Maßstab? 1 zu 24 oder sowas, ne? Ja, cool. Mal gucken, gleich mal, ob er funktioniert hier. Geht ja richtig ab. Cooles Gimmick, Thomas. Freue ich mich auf jeden Fall. Wir haben wahrscheinlich noch das Antennenröhrchen, nehme ich mal stark an. So. Perfekt. Richtig cool. Ja, das ist für so ein Wetter, wie jetzt zurzeit hier bei mir in der Nähe ist, hier haben wir noch das Ladekabel. Ist so ein Auto echt perfekt, weil draußen ist echt nicht viel. Also man merkt ja, ich bin schon krank und ich habe keine Lust, bei minus 10 Grad draußen rumzurennen und Videos zu machen. Ja, starkes Teil, ey. Kann man sogar eine Karo abmachen, ne? Das ist der gleiche Aufbau wie meine ganz kleinen. Coole Sache. Auf jeden Fall cool. Freut mich auf jeden Fall. Richtig stark. Ich finde die Felgen ganz cool. Ich stehe auf Tiefbettfelgen. Okay, packen wir uns mal zur Seite. Was haben wir noch? Wow, das ist echt viel. Also. Er hatte gesagt, dass er mir Folie mit reinpackt. Aber das ist ja echt, echt krass, wie viel das ist. Kann man das sehen? Es sind auf jeden Fall noch, weiß nicht, einen Meter oder so oder über einen Meter. Richtig cool. Schwarz auch nochmal so viel. Coole Sache, ey. Habe ich auf jeden Fall Verwendung für, auf jeden Fall. Dann haben wir noch Grip Tape von Tesa. Auch richtig genial. Nagelneu, ey. Krasse Sache. Das kommen wir mal dazu. Hier haben wir. Das wird für die Kupplung sein. Mitnehmer und Muttern. Jetzt kommen wir eigentlich mal zum Herzstück. Muss ich, glaube ich, hier ein bisschen was wegräumen. Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Da kommen wir auch noch später dazu. So, und jetzt hier haben wir das gute Stück. Einen großen Trailer oder Hänger. Richtig cool. Reifen werde ich wahrscheinlich einen Moment. Karton zur Seite. Werde ich vielleicht die hier nehmen. Die habe ich mal von Chris bekommen. Ich denke, die passen ja nicht ganz gut. Ich weiß zwar nicht, wie es da mit der Höhe aussieht. Ich habe ja noch Beadlock-Felgen von Proline und noch, ich glaube, ich habe nur noch Profile hier. Oh, Entschuldigung, mal gucken, welche besser passen. Auf jeden Fall, das ist der Hänger, alles genietet. Hier haben wir noch Kreppband.
Hier vorne hat er schon angefangen, um die Seiten hier ein bisschen schwarz zu machen. Ich werde das Ganze dann vollenden. Ich werde das Ganze noch ein bisschen umgestalten, wahrscheinlich. Alles ein bisschen nacharbeiten. Das ist eigentlich schon ganz cool gemacht mit so einer Feder. Runter und hoch geht es dann automatisch. Das ist schon ganz cool gemacht so. Pendelachsen. Also bewegen sich immer gleich beide Achsen. Bisschen schwergängig, da fehlt wahrscheinlich ein bisschen Fett. Aber sonst im Großen und Ganzen echt cool. Alles genietet, wie gesagt, keine Schrauben, also kann sich auch nicht lösen so schnell. Ist auch relativ massiv und stabil. Hier vorne an der Deichsel, mir fehlt das Stück halt, wie ich es mir schon gedacht habe. Hier haben wir noch einen kleinen Ständer zum Hinstellen. Ja, cool, werde ich auf jeden Fall was draus machen. Definitiv. Dann habe ich noch das hier. Das ist, also ist nicht direkt das von Thomas, aber das wird meine Anhängerkupplung. Das wird am SEX10 montiert hinten. Quasi jetzt schnell auseinanderbauen. Quasi jetzt hier oben. Das kommt am Rahmen. Und dann so. Theoretisch. Naja, so nicht, aber so. So kommt das dann an den Rahmen von SEX10 und guckt dann hinten unter der Heckstoßstange dann durch. Hier habe ich dann die Deichsel für den Hänger, die passt hier in diese Kugel perfekt rein. Zack, und dann kann sich das schön bewegen. Perfekt. Auf jeden Fall richtig cooles Päckchen. Freue ich mich riesig drüber, Thomas. Danke nochmal dafür. Hat wirklich super funktioniert alles. Ja, das zeigt mal wieder, ne? Unsere Community funktioniert wirklich reibungslos. Da gibt es gar kein Problem. Also zumindest bei den meisten. Es gibt natürlich Leute, wo man auf die Fresse fallen kann, aber ja, was wollte ich noch sagen? Mein Drifter, der ist jetzt, also mein Mission D, der ist jetzt auf Reise und zwar zu Hattel. Link packe ich mal in die Beschreibung oder lasse ich hier mal jetzt durchlaufen von seinem YouTube-Kanal. Könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Dann seht ihr, was mit meinem Mission D passiert. Er bekommt ein paar Tuning-Teile, mal wieder eine neue Karo und er wird abgestimmt, weil der Hattel fährt ja Driftrennen direkt und ja, er stimmt das Ganze mal so ein bisschen ab. Es kommt noch ein Freilauf rein und sowas, aber das könnt ihr alles auf seinem Kanal sehen. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Was wollte ich noch sagen? Ja, auf jeden Fall, ich denke mal, morgen wird noch ein Video folgen oder übermorgen. Ich warte dann noch so ein bisschen auf ein paar Sachen. Tja, ich würde sagen, hängen wir mal schnell weg. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Monats ist richtig Luches Zeit. Wir schnacken nicht lange. Wir machen das Ding klein mal uff. So, da raschelt schon. Also geklappert hat es ordentlich. Komme ich hier rum? Ich komme rum.